herzlich willkommen zum Newsletter 188, ausnahmsweise aus Paris, wo wir uns ebenfalls um die regionale Küche kümmern. Am Samstag empfehlen wir Ihnen die Schlosshofserenade unserer Freunde des Collegio Musicums, die neben einer Uraufführung von Volker Felgenhauer passend zu unserer Partnerstadt Lossiemouth die schottische Fantasie von Max Bruch geben werden. In unserer Ausstellung präsentiert Emma das Fresko an der Wand mit einem Motiv vom Glatzenstein, fotografiert von Martin Schwarm. Das Bett in grünem Leder und Kirschbaum. Den Waschtisch aus Speierling mit Granitplatte. Den raffinierten Metall- und Glasspiegelschrank von Zierat. Und unseren neuen Relax Little Symphony, den wir mit dem Bioleder-Ecopel falsch rumgepolstert haben. Eine echte Haut und Aus. Im Blogbeitrag können Sie nachlesen, mit welchem Text von Thomas Welten wir uns um den deutschen Nachhaltigkeitspreis Local Hero beworben haben, denn unsere Leser und Kunden sind uns mindestens genauso wichtig wie die Jury. Im letzten Jahrbuch haben wir den Western-Sarg aus ganz besonderem Rüster schon angekündigt. Daraus hat sich leider eine sehr traurige Geschichte entwickelt. Aber unser Freund und Sargkunde wollte den Tod enttabuisieren, also berichten wir trotz unserer Trauer in seinem Sinne im Blog darüber. Auf der Consumenta kochen wir Ende Oktober mit Wirten mit Werten und Heimat auf dem Teller. Vielleicht können wir noch eine Küche oder einen Tisch nach Ihren Wünschen einschieben. Natürlich organisieren wir auch Ihre Eintrittskarten und verlosen Plätze an der Testesser-Tafel. Die Nürnberger Messe rund um den Stein heißt StoneTech und wir haben uns dort interessante Anregungen auch für unsere Arbeit geholt, zum Beispiel raffinierten Keramikdruck auf Fliesen, der für manch unsere Kunden interessant sein könnte. Wir wünschen einen schönen Sommer und vor allem ein wunderbares Konzert am Samstag. Bis bald!